Und herzlich willkommen im Keller. Wir widmen uns einem sehr kontroversen Thema und deswegen brauchen wir erstmal einen Klöppel. Den brauchen wir nicht, um irgendjemanden tot zu klöppeln, sondern um unsere Entspannungsschüssel zu bedienen. Denn die ist nötig. Denn es geht um die Jagd und die Notwendigkeit der Jagd. Und das ist traditionell ein Thema, wo eigentlich jeder, der da auch nur ansatzweise den Mund aufmacht, sofort jemanden hinter sich stehen haben sollte mit so einer Schüssel. So, ja, Leute geben, die finden dieses Geräusch aber auch extrem nervig. Das wäre dann eben wieder kontraproduktiv. Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut. Aber natürlich kann man die Diskussion auch anders führen, nämlich ohne diese Schüssel, sondern hiermit. Das soll jetzt nur kurz verdeutlichen, das ist ein Taschenmesser. um klarzustellen, ne, dass das ein Thema ist, bei dem vielen Leuten sozusagen das Messer im Sack aufgeht. Und ja, das eben alles ein bisschen sehr kontrovers ist, weshalb ich mir hier quasi zu meiner digitalen Selbstverteidigung bereits Zubehör zurechtgelegt habe. Übrigens, liebe Jägerschaft, ja, ihr habt Schusswaffen. Aber es wäre eurem Ruf bestimmt nicht zuträglich, wenn jetzt jemand tatsächlich den guten alten Spruch, nur ein Idiot kommt mit dem Messer zu einer Schießerei, in die Kommentare schreibt. Erst denken, dann posten. Selbstverständlich gilt das auch für die militanten Veganer, die ungefähr mindestens genauso gefährlich sind, auch wenn die nur mit Bioethanol-Molotow-Cocktails um sich werfen. ich will darauf hinaus. Bei dieser Diskussion liegen sehr verhärtete Fronten vor und wir müssen uns alle beruhigen und versuchen, zumindest mal so ansatzweise eine sachliche Argumentation hinzukriegen, wenigstens ein bisschen im Rahmen halten, die Diskussion. Ne? Mehr erwartet ja gar keiner. Es ist ein kontroverses Thema. Es muss ein kontroverses Thema sein. Das ist ja auch richtig so. So, und dann legen wir aber mal los. Und fragen den Herrn Professor Reichholf. Der Herr Professor Reichholf ist ein Münchner, der hat an der LMU, also an der falschen Universität von München, gelehrt. Ich glaube, er hat. Ich glaube nicht, dass er es noch tut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ja, ist Ökologe, beziehungsweise Biologe, Schwerpunkt Zoologie. Also studiert hat er wohl mal Biologie und Zoologe, Quatsch, Zoologie hat er entsprechend, glaube ich, gelehrt. So, und der Mann ist sehr streitbar. Das steht auch so in seinem Wikipedia-Artikel, den ich hervorragend geschrieben finde. Ich persönlich schätze ihn sehr, den Herrn Professor Reichholz. Ich kenne ihn nicht persönlich. Und er schreibt einen Haufen sehr streitbare Bücher. Und wenn man jetzt mal provokant sein möchte, dann könnte man dem Herrn Reichholz unterstellen, dass er so ziemlich gegen alles ist. Also was es so gibt an gängigen Meinungen zu Themen, die was mit Naturschutz, primär viel Naturschutz, Ökologie, Wald, Feld, Tiere, Biodiversität und so weiter und so fort zu tun haben. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass in den allermeisten Fällen der Herr Reichholf eine andere Meinung haben wird als der Rest. Das ist per se natürlich sein gutes Recht und das ist auch hochinteressant und deswegen schreibt er auch wirklich sehr interessante Bücher. Wollte eigentlich eins in die Kamera heben, habe ich jetzt gerade nicht da, egal. Jedenfalls, da könnt ihr euch gerne mal schlau machen und der Mann hat auf jeden Fall sehr viel Ahnung. Er nennt grundsätzlich auch immer hervorragende Argumente, immer. Noch nie ein schlechtes Argument gehört. Aber, da muss jetzt ein Aber kommen, auch wenn ich, wie gesagt, sehr schätze, seine Bücher sehr gerne mag und das alles sehr gerne lese, bin ich teilweise durchaus anderer Meinung, was ja auch mein gutes Recht ist und was ihm bestimmt auch nichts ausmacht. Weil manchmal hat man schon so den Eindruck, er möchte auch ein bisschen provozieren, um die Diskussion anzuheizen. Das ist ja auch gut, wenn darüber geredet wird, dann kommt das auch mehr in die Öffentlichkeit und mehr Leute machen sich darüber Gedanken und das ist per se meiner Meinung nach immer eine gute Sache, insbesondere eben bei den Themen, um die es geht. So, aber das jetzt nur mal kurz so zum Hintergrund. Der hat einen Vortrag gehalten, den ich euch auch gerne verlinke, der dann von Jagd reguliert nicht, glaube ich, e.V. mehr oder weniger da ins Internet gestellt wurde. Und ja,
Diesen Vortrag möchte ich jetzt mal gerne ein bisschen durchkauen und dann noch mal ein paar kleine Dinge zu ergänzen, beziehungsweise die anderen Punkte ein wenig darstellen. So, also um Herrn Reichholf gibt es fünf Thesen. Zur fünften habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, das lasse ich unkommentiert. Ist natürlich alles richtig. So, ist aber auch nicht so wichtig für unsere Fragestellung hier, finde ich. Wichtig ist hingegen Nummer 1. Jagd macht Tiere scheu. Ohne Jagd Tiere nicht so scheu. Das können wir gleich mal ein bisschen ausführen. Also zunächst mal ist das sehr umstritten. Wie vieles, was der Herr Reichholf halt eben entsprechend so publiziert bzw. erzählt in diesem Fall. Es ist sicherlich so, dass eine Bejagung dazu führt, dass die Tiere logischerweise dem Menschen aus dem Weg gehen. Aber manche Studien gibt es, die nachgewiesen haben wollen, dass die Scheu der Tiere größtenteils sich wirklich auch nur auf den Jäger bezieht. Dass viele Tierarten also nach und nach im Laufe der Bejagungsgeschichte und im Laufe der Waldtourismusgeschichte, also Leute, die halt einfach im Wald spazieren gehen und so weiter und so fort, gelernt haben sollen. Das ist wie gesagt umstritten, ne? Also es könnte sein, es könnte nicht sein, das weiß man nicht so genau. Gelernt haben sollen, dass eben von Jägern zwar eine Gefahr ausgeht, aber von Touristen, also anderen Leuten, die im Wald rumrennen, nicht so. Nehmen wir jetzt mal einfach an, das stimmt. Dann hätten wir zumindest draußen im Wald gar keinen so großen Unterschied mehr aus dem Verhalten von Tieren gegenüber Touristen mit Jagd und ohne Jagd. Ne? Also der Mensch wird in jedem Fall, solange es jetzt nicht ein Jägermensch ist, als Mensch wahrgenommen. Das heißt, ja, man muss nicht gleich sofort flüchten, man kann auch noch mal ein bisschen stehen bleiben, aber ein wenig suspekt bleibt er einem trotzdem. Dass ein Mensch wie eine Kuh behandelt wird, das ist nämlich eine andere These. Wenn die Jagd vollständig eingestellt wird, dann könnte man auch sagen, dann wird der Mensch quasi zur Kuh und einfach zu irgendeinem anderen Tier im Wald, das den anderen Waldtieren grundsätzlich völlig egal ist. Ob es dazu kommt, das weiß man auch nicht so genau. Interessant ist natürlich in diesem Rahmen jetzt einfach Forschung in tatsächlich größeren Gebieten, bei denen die Jagd eingestellt wurde, beziehungsweise bald wird. Ich bin da gerade nicht ganz auf dem Laufenden, wie das da aussieht aktuell in der Schweiz. Die Schweiz ist ohnehin, was solche Sachen angeht, für mich, Entschuldigung, nichts gegen die Schweiz, ein bisschen unübersichtlich, einfach mit den ganzen Kantonen und was ist wo wie geregelt. Und ich kenne mich mit Schweizer Recht halt auch einfach überhaupt nicht aus. Das muss ich ja auch nicht unbedingt als Deutscher. Deswegen, worauf ich eigentlich wirklich im Wesentlichen hinaus möchte, ist, es ist nicht ganz geklärt. Es ist die Meinung vom Herrn Reichholf, der natürlich durchaus eine sehr starke Meinung hat und die auch sehr gut begründen kann und kann durchaus sein, dass er recht hat. Ne? Also das ist durchaus vorstellbar. Wichtig wäre einfach nur zu wissen, es gibt alternative Meinungen. Es gibt ja zu vielen Studien auch Gegenstudien. Und das ist halt auch eben hier entsprechend der Fall, ob eine Einstellung der Bejagung also jetzt unbedingt zu viel zutraulicheren Wildtieren, vertrauteren. Zutraulich ist wieder das falsche Wort. Das wäre ja zahm. Das wäre nicht vertraut. Ne? Da unterscheidet er ja. Ich gehe davon aus, dass ihr das entsprechende Video entweder gesehen habt oder euch im Anschluss quasi parallel zu diesem anguckt. Das wäre, glaube ich, am empfehlenswertesten. Oder es halt hinterher guckt. Aber diese Begriffe fallen da jedenfalls. Und ja, ne? Wäre die Vertrautheit der Tiere, mit der die sie jetzt eventuell schon zeigen, dass es ja auch umstritten ist, vergleichbar wäre es viel, viel, viel mehr. Wissen wir nicht, so hundertprozentig. Müsste man ausprobieren. Wäre spannend. Jedenfalls angenommen, die Vertrautheit würde stark zunehmen bei Einstellung der Jagd. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Dann müssen wir nochmal differenzieren, welche Tierarten betrifft denn das überhaupt? Ist das dann grundsätzlich für jede Tierart so? Es ist sicherlich anzunehmen für Schalenwild, ne? Also die prominenten Tiere, Wildschwein, Rotwild, das Reh und naja, theoretisch, wenn noch andere Schalenwildarten anwesend sind, ist bei den meisten, beim durchschnittsdeutschen Wald jetzt sowieso nicht der Fall. Da gibt es oft auch nur Wildschwein und Reh und gar nicht erst den Rothirsch. Dammwild gibt es nur ganz vereinzelt und so weiter und so fort. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht so genau ausführen. Aber bei Schalenwild, da wäre das schon am ehesten, da ist es auch am besten untersucht, anzunehmen. Vielleicht,
Das ist jetzt wiederum schwierig, würde das auch den Fuchs betreffen. Die Annahme ist daher schon relativ glaubwürdig und logisch konsequent, wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass Stadtfüchse inzwischen auch immer zutraulicher werden und sich immer mehr bzw. immer weniger an der Anwesenheit des Menschen stören. Man fragt sich, inwiefern liegt das daran, dass die sicherlich hin und wieder auch mal gefüttert werden. Das soll man zwar nicht, auch völlig zu Recht soll man das nicht, aber es wird mit Sicherheit trotzdem vorkommen, dass irgendwelche Leute, die einfach so einen Fuchs unglaublich sympathisch finden, das kann ich auch wirklich nachvollziehen. Ne? Also die Bezeichnung da Pseudotierfreund zu sagen, das wäre jetzt auch, das wäre einfach grausam. Natürlich tut dem Fuchs im Endeffekt vielleicht wirklich nicht so gut, wenn man den füttert. Ne? Mit ziemlicher Sicherheit. Es ist eigentlich nicht gut für den Fuchs. Aber so ein Fuchs, hallo, da hockt ein Fuchs vor dir und du hast gerade was, das der gerne mag, dann gibst du ihm das halt zu essen. Das ist halt wirklich menschlich echt nachvollziehbar und deswegen möchte ich da auch gar nicht rumstänkern. Aber ja, was wäre mit dem Fuchs im Wald, ne? Würde der Fuchs im Wald, der eigentlich seit Menschengedenken immer super scheu war, durch eine vollständige Einstellung der Jagd plötzlich zutraulich zum Menschen oder zumindest neugierig und immer mal wieder häufiger auftauchen und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Fälle von Leuten, die sich mit Füchsen angefreundet haben. Aber wie dem auch sei, das gibt es immer mal wieder. Und der Fuchs und das Mädchen, wo sich ein Mädchen mit dem Fuchs angefreundet hat und der Junge und der Fuchs. Fuchsfreundschaften sind gar nicht so selten. Da gibt es auch viele nicht dokumentierte Fälle mit Sicherheit, wo sowas zustande gekommen ist, weil es auf jeden Fall möglich ist. Der Fuchs ist so intelligent und anpassungsfähig, dass man sich mit dem wirklich richtig anfreunden kann. Wenn man dann entsprechend den Aufwand betreibt, auf ihn zuzugehen und er entsprechend neugierig ist, und da gibt es natürlich auch wieder individuelle Unterschiede innerhalb der Füchse, ne? Nicht Fuchs ist nicht gleich Fuchs. Ja, man könnte sich's vielleicht schon vorstellen. In der Geschichte des Fuchses und der Jagd ist der Fuchs immer bejagt worden. Es gab keine Zeit, wo mal nicht auf Füchse Jagd gemacht worden wäre. Zum Teil wurde es auf sehr grausame Weise, sehr intensive Weise auch getan. Die Geschichte von Mensch und Fuchs ist eine Geschichte von ewiger Bejagung. Deswegen kann man da wirklich so gut wie keine Anhaltspunkte und können eigentlich nur aus dem Stadtfuchs versuchen, auf dem Wildnisfuchs irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Zutraulichere Füchse im Wald würden mir einfach emotional jetzt mal sehr, 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 sehr gefallen. Sind die zu irgendwas gut? Braucht man das? Ist das nützlich für irgendwen? Naja, umweltbildungstechnisch könnte man sicherlich viele Leute davon überzeugen, dass Natur per se eine tolle Sache ist, weil im Wald gibt es da so einen sympathischen Fuchs und der sitzt da und mit dem kannst du dich unterhalten und dann geht der Fuchs wieder seiner Wege. Das ist halt schon aber ein Naturerlebnis, das einfach Werbung sozusagen, Naturmarketing darstellen würde. Ja, also da hat der Herr Reichholf schon nicht ganz Unrecht, dass das schon, das ist schon reizvoll, ne? Schon reizvoll. Ja, aber ich habe ja gesagt, es muss nicht unbedingt zwingend auf alle Tierarten zutreffen. Nehmen wir mal ein Beispiel, wo eine Nichtbejagung und ein Kontakt zum Menschen nicht dazu geführt hat, dass das Tier deswegen besonders vertraut geworden wäre. Nämlich der Goldregenpfeifer. Das ist jetzt zwar ein Vogel, aber es ist trotzdem auch ein Tier, ne? Und zwar gibt es den in Skandinavien in den Fjellregionen, also im Hochgebirge, ja, fast flächendeckend. Überall, sehr verbreiteter Vogel. Wer da mal unterwegs war, der kennt den. Das ist so ein sympathischer kleiner Kerl. Der ist so 20 bis 25, vielleicht auch mal 30 cm hoch, irgendwie sowas um den Dreh. Hat so eine goldgefleckte Brust. Sehr sympathisches Viech. Langer, spitzer Schnabel. Sehr sympathisch, wie gesagt. Und der macht Folgendes. Der stellt sich auf einen Stein, wenn man vorbeiläuft, und macht. Oder irgendein beliebiges anderes langgezogenes Piep. Irgend sowas in der Richtung. Warum macht er das? Naja, damit man hinläuft und denkt, man könnte ihn gut fangen, weil er da ja gerade so harmlos rumhockt und leichte Beute darstellt. Dann läuft man hin, will ihn fangen oder will ihn sich einfach näher angucken. Dann fliegt er weg, fliegt zum Stein 30 Meter entfernt und macht da die gleiche Nummer. Dann gehst du da wieder hin. Und dann fliegt er weg und immer so weiter. Warum macht er das? Um einen von seinem Gelege abzulenken. Der ist nämlich Bodenbrüter, das heißt, die Eier liegen zwar in Tarnfarbe, aber einfach nur auf dem Boden in der Mulde. Das heißt, da kann jeder drauf trampeln, der durch die Landschaft trampelt.
Und damit ist der Mensch völlig wurscht, ob der jetzt den Vogel bejagt oder nicht. Für den Vogel, aus Sicht des Vogels, immer eine Bedrohung. Das Interessante ist, der macht den gleichen Spaß, auch wenn eine Rentierherde vorbeikommt und versucht, Rentiere abzulenken von seinem Gelege, indem er sich halt quasi als Köder darbietet. Teilweise lassen sie auch noch einen Flügel runterhängen und tun so, als hätten sie einen gebrochenen Flügel, damit sie gar nicht wegfliegen können, damit er auch ja hinläuft und weg vom entsprechenden Gelege. Und das Interessante ist jetzt einfach, das passiert auch direkt an Wanderwegen, auf denen viele, 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 viele Leute unterwegs sind und kein Mensch kommt auf die Idee, diesen Vogel zu jagen. Den kann man gar nicht, vielleicht kann man den essen, aber macht keinen Sinn. Also die haben keine menschlichen Feinde. Trotzdem nehmen sie uns, egal in welcher Frequenz wir da vorbeilaufen, egal wie sehr sie an uns gewöhnt sind, immer als Bedrohung wahr. Und das ganz natürlich eben. Also so Fälle gibt es halt eben auch. Kann man nicht per se immer sagen, dass einfach, weil sie nicht bejagt werden, der Mensch als völlig harmlos wahrgenommen wird. Und ja, gerade das Reh ist zum Beispiel so ein Fall. Sicherlich mehr Rehe gäbe es bestimmt zu sehen. Ein bisschen weniger furchtsame Rehe gibt es mit Sicherheit. Aber wie viel, das ist eine andere Frage. Ob die nicht per se immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Die Feindvermeidungsstrategie vom Reh besteht nicht im Wegrennen, sondern im Verstecken. Also egal welcher Feind des Rehs im Wald unterwegs ist, wird das Reh immer versuchen, sich zu verstecken. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Idealtyp ein natürliches Ökosystem haben wollen, sprich auch mit natürlichen Feinden des Rehs, vielleicht ohne den Mensch, der jagen geht, aber zum Beispiel mit Wolf und Luchs und Wildkatze, gut, die ist für das Reh nicht so gefährlich, aber für den Rehkitz könnte sie theoretisch, nur theoretisch, das kommt so selten vor, aber ja, egal. Jedenfalls, das Reh müsste sich dann trotzdem verstecken. Wahrscheinlich würde es sich dann überwiegend den Großteil der Zeit generell verstecken. Also auch vor allem anderen, was da rumläuft. Nur weil da jetzt Mensch steht, heißt das ja nicht, dass nicht vielleicht eventuell in der anderen Richtung noch der Wolf steht. Und wenn ich jetzt aus dem Gebüsch aufstehe und mich zeige, dann sieht vielleicht auch der Wolf, auch wenn der Mensch harmlos ist. Also es ist schwierig, sowas zu vermenschlichen. Aber worauf ich hinaus möchte, auch wenn der Herr Professor Reichholf der Professor Reichholf ist, ne? Heißt das nicht zwingend, dass es so sein muss, wie er es hier schildert. Und dann, mir persönlich, stellt sich bei dem Thema noch so ein bisschen die Frage, wozu ist denn das eigentlich gut, weniger scheues Wild? Dann kriegt man mehr Wild zu sehen. Ja? Ist das jetzt so ein Riesenvorteil? Klar, wenn du mehr Wild siehst, dann hast du schönere Naturerlebnisse. Aber es schmälert für mich auch den Wert des einzelnen Naturerlebnisses. Wenn du nämlich zum Beispiel erst wirklich ein bisschen Waldläufererfahrung sammeln musst, ein bisschen tiefer in den Wald eindringen musst, um mal wirklich tolle Tierbegegnungen zu haben, dann erhöht das für mich den Wert der Tierbegegnung umso mehr. Die 2-3 Fuchsbegegnungen, die ich bisher hatte, ich habe als Fuchs nicht viel Glück, die sind, das war so richtig, ein Fuchs. Ne? Also, ungefähr so. Wenn man dauernd die Viecher sieht, dann irgendwie, Fuchs schon wieder, ungefähr so geht es mir fast schon mit Rehen. Also Rehe rufen schon noch so ein Hallo Reh, Reaktion so quasi hervor, aber es ist bestimmt nicht mehr ein Reh. Also, vielleicht mag das übertrieben sein, aber das geht mir einfach im Kopf rum, wenn ich über dieses Thema nachdenke. Zweiter Punkt. Bejagung führt zu Nachtaktivität. Das ist absolut unzweifelhaft. Also da würde ich sofort sagen, das können wir eigentlich fast als bewiesen ansehen. Sobald wir Bejagung irgendwo sein lassen oder aus irgendwelchen Gründen sie irgendwo nicht stattfinden kann, sind die Tiere nicht mehr nachtaktiv, sondern sind auch sehr wohl tagsüber unterwegs, beziehungsweise verteilen sich über 24 Stunden relativ gleichmäßig, also einen Schwerpunkt in die Dunkelheit, wo sie halt nicht gejagt werden können, weil man nichts sieht und mit Nachtsichtgerät jagen ja verboten ist, aus sportlichen Gründen, muss man fast schon sagen. Ökologische Gründe hat das keine. Das hat bloß, ja, quasi sportliche Gründe sozusagen. Es wäre unfair dem Wild gegenüber. Das läuft im Bereich der Weitgerechtigkeit unter die Rubrik dem Wild eine Chance geben. Dass man also quasi nicht alle technischen Möglichkeiten, die man hat, auch wirklich einsetzt. Das hat seine Gründe. Das ist auch zum Teil durchaus nachvollziehbar, diese Gründe. Aber es bleibt
ein menschgemachter Grund, der im Prinzip keine ökologische Begründung hat. Aber wurscht, darum braucht es ja auch gar nicht gehen, sondern einfach halt mehr die Frage, gut, dann sind die jetzt nicht mehr nachtaktiv, was passiert jetzt? Jetzt sieht man am Tag definitiv mehr Wild. Also durch diese beiden Faktoren, A, werden sie nicht bejagt und sind weniger scheu, B, sind sie auch noch tagaktiv, man kriegt viel mehr Wild zu sehen. Die genannten Vorteile, eventuell führt das dazu, dass mehr Leute einen schöneren Bezug zur Natur bekommen, sich dann um Naturschutz mehr Sorgen machen, generell einfach zu besseren Menschen werden, weil sie mehr Rehen begegnen. Könnte man zumindest vermuten, teilweise, oder hoffen. Ne? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ein Rückgang von Wildunfällen, wie der Herr Reichholf prognostiziert. Da bin ich auch vollkommen seiner Meinung. Das Problem ist ja, dass die bei der Nacht, wenn sie im Scheinwerfer landen, gilt für Wildschwein, Reh, Hirsch, alles was größer ist, natürlich auch Kleinwild, Fuchs, Karnickel, Hase, all so ein Zeug. Die kriegen erstmal, was ist das, was ist das, buff, und dann sind sie auch schon flott kaputt. Ne? Außerdem sieht man, können die einfach einen Scheinwerfer nicht so ganz zuordnen. Die sehen das auch so tagsüber definitiv als Gefahr. Das rollt auf sie zu, das sehen sie dann besser. Da sinkt die Zahl der Wildunfälle doch um einiges. Und außerdem kommt natürlich noch erschwerend dazu: man sieht sie am Tag natürlich auch besser. Sprich, wenn das Reh vor einem über die Straße läuft, außerhalb des Kegels vom Scheinwerfer, provoziert das halt natürlich noch eher einen Unfall, insbesondere wenn es dann stehen bleibt. Wenn das tagsüber passiert, dann sieht man es ja. Dann kann man rechtzeitig bremsen. Man sieht es auch auf viel größere Entfernung, in jedem Fall. Also wenn man nachts eben bei Scheinwerferlicht durch die Gegend fährt und dann noch ohne Fernlicht, weil vielleicht die Straße ein bisschen befahrener ist und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir zu Punkt 3 und 4. Die habe ich so teilweise ein bisschen ineinander übergreifend. Und die sind beide auch ziemlich ausführlich. Weil Punkt 3 ist erstmal Selektivität der Jagd. Ne? Heißt, einzelne Arten werden bekämpft. Andere Arten werden gehegt. Hegen ist ein Begriff, über den man sich wirklich so seine Gedanken machen kann. In diesem Zusammenhang ist er gemeint als gefördert. Eine Förderung des Bestandes, eine Zunahme, also langfristig zu einer Bestandeszunahme führende Maßnahmen. Dazu gehört unter anderem die viel diskutierte Winterfütterung. Ne? Also sprich, man möchte sich um die Tiere auch kümmern, die man hegt. Sprich, wenn der Winter kalt wird, dann kriegen die was zu fressen. Wäre ein Beispiel für Hege. Zur Hege gehört auch, dass man zum Beispiel hingeht und sagt, dass man die Tiere schießt, bevorzugt schießt, die jetzt auch ein fiktives Raubtier reißen würde oder wo man zumindest denkt, dass ein fiktives Raubtier die reißen würde. Sprich, die alten, kranken, schwachen zuerst, eventuell auch die jungen, die noch nicht so erfahren sind, um davon zu hoppeln, je nachdem, wie der entsprechende Jäger da tickt. Jedenfalls denkt er sich da ein bestimmtes Beuteschema aus und lässt die Starken, die gerade in der Kraft ihrer Jahre stehen, die lässt da stehen, weil die sind ja gerade die Starken, die würden jetzt vom Raubtier wahrscheinlich eben entsprechend auch nicht gefressen werden. Also es wäre ein mögliches Beispiel, wie man dann die Sache angehen kann. So, und neben eben diesem Beschützen, dieser Hege von dem guten Wild, hat man früher wirklich unterschieden. Das ist heutzutage nicht mehr unbedingt aktuell, aber wenn man in die Jagdhistorie guckt, dann war das auf jeden Fall so. Hat man halt auch noch Schadwild ausgewiesen. Den Begriff, den wird man heutzutage nicht mehr so oft antreffen. Mag sein, dass es den einen oder anderen Jäger noch gibt, der den noch verwendet, aber das sind dann auch eher so ein bisschen in die Richtung schwarze Schafe gehend. Aber offiziell gibt es den Begriff jedenfalls nicht mehr. Fuchs. Dass man den Wolf bald ausgerottet hatte, ist bekannt. Luchs, also Marder, Krähen, Raubvögel, all so ein Zeug, das ist alles Schadwild. Ne? Das sind Beutegreifer, die sind böse, die fressen die anderen, die reduzieren die Bestände der anderen. Die muss man einfach auf jeden Fall wegschießen. Gab es mal eine Zeit, da war man halt eben dieser Meinung. Und jetzt müssen wir halt festhalten. Erstmal, wenn wir uns jetzt die Negativbeeinflussung und das Zurückdrängen einzelner Arten anschauen, dann müssen wir historisch feststellen, dass viele Arten dadurch quasi ausgerottet worden oder zumindest an den Rand der Ausrottung getrieben worden und sich nur deswegen zum Teil in Deutschland wieder eingegliedert haben, ins Ökosystem angesiedelt haben, weil man die Bejagung halt eben entsprechend eingestellt hat. Ein Beispiel wären so ziemlich alle Greifvögel.
Alle Greifvögel hatten sehr unter der Bejagung, als sie noch stattgefunden hat, zu leiden. Die haben eh schon eine niedrige Reproduktionsrate. Schießt man dann welche weg, was nicht so schwierig ist, wenn die oben am Himmel super sichtbar vor sich hingleiten, dann sind die Bestände sehr schnell, sehr stark erschöpft und einzelne Exemplare werden selten bzw. werden einfach schlicht und ergreifend ausgerottet. Der Reichholf bringt das entsprechende Beispiel mit den Seeadlern, die sich jetzt wieder wunderbar vermehren. In den letzten Jahren, dieser Vortrag ist ja jetzt nicht ganz aktuell, hat das noch weiter zugenommen. Seeadlertechnisch haben wir wieder einen sehr, sehr schönen Bestand in Deutschland, also ordentlich. Das heißt jetzt gleich nicht, dass man jetzt wieder anfangen muss, die Viecher zu bejagen, weil sie zu viele werden. Das ist ganz bestimmt nicht so. Ich könnte mir aber vorstellen, dass beim einen oder anderen Stammtisch über dieses Thema vielleicht auch schon wieder gesprochen wird. Man muss jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, ist es denn überhaupt jetzt ein aktuelles Problem der Bejagung, dass früher, betone auf früher, die Bejagung zum Aussterben diverser Arten geführt hat. Und das möchte ich dringend verneinen, weil aktuell darf auf keine seltene Tierart, die in irgendeiner Form von irgendwas bedroht ist, Jagd gemacht werden. Ne? Also Wilderei, ja, die gibt es zum Teil sicherlich, aber dürfen tut man das eigentlich nicht. Inzwischen, soweit ich das mitbekommen habe, stehen auch so ziemlich alle Singvögel unter Schutz, sagt der Herr Reichholz da zumindest, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Die Raubvögel sowieso auch, ne? Die stehen zwar im Jagdgesetz, die sind aber ganzzeitlich geschont. Also da darf jeweils nicht drauf gejagt werden, selbst der Biber, bei dem ein gewisses Management inzwischen in Teilen Deutschlands schon wieder notwendig ist, weil schon wieder so viel Biber gibt, dass der jetzt schon wieder echt zum Problem werden kann. Einfach so geschossen werden darf der Biber auch nicht. Beziehungsweise immer noch nicht, obwohl es jetzt schon langsam wieder zum Thema wird. Also ein Tier, das ganzzeitig geschont ist, und das sind halt die allermeisten, wieder rauszukriegen aus der Schonung, das erfordert viel politische Power sozusagen. Demzufolge, ich sehe einfach das Problem nicht mehr durch Bejagung, Ausrottung von seltenen Arten. Das sehe ich überhaupt nicht. Das war früher, war das, kein Thema. Jetzt, also kaum bei der modernen Jagd. Man kann sogar so weit gehen, dass man die Jäger teilweise noch ein bisschen in Schutz nehmen muss, dass bei manchen Arten zum Beispiel die Jagd als Hauptfaktor, weshalb die Art fast ausgestorben oder sehr selten geworden ist, angegeben wird. Nehmen wir mal Beispiel Feldhase. Der wurde schon immer bejagt. Dann wurde er eine Zeit lang nicht bejagt, weil er sehr selten geworden ist. Wahrscheinlich ist das aber darauf zurückzuführen, dass er nicht durch die Hege, weil der wurde ja hegeartig bejagt, also nicht in super großen Stückzahlen, die hat man auch schön beobachtet, die Hasen und so weiter und so fort, zumindest theoretisch, egal, Jagdhistorie muss man nicht derart weit ausbauen. Hauptproblem beim Feldhasen wird wahrscheinlich gewesen sein, dass der selten geworden ist, dass er mit seinem Lebensraum eben ein bisschen in Konflikt gekommen ist. Der hockt im Feld, ist ja der Feldhase. Der hat da Mulden im Feld mit Nachwuchs. Jetzt kommt der Mähdrescher und mäht da drüber. Was haben wir dann? Hasengulasch. Ne? Und das ist nicht so schön. Kann man natürlich sagen, okay, der Wandel in der Landwirtschaft hat dazu geführt, dass wir jetzt mehr Rücksicht auf den Feldhasen nehmen und deswegen hat er wieder zugenommen, denn das hat er. Das ist aber nicht so. Ne? Es gibt noch mehr Landwirtschaft. Es gibt noch mehr Flächen, die von der Rasenmäher, der Mähdrescher entsprechend drüber fährt. Also wenn man sich anguckt, dass die Lebensraumzerstörung des Feldhasens keineswegs abgenommen hat. Ein paar Biotope hat man angelegt, aber dafür wurde alle andere Lebensraum jetzt auch eben entsprechend urbanisiert und ist nicht mehr tauglich für den Feldhasen. Das kann also nicht die Ursache sein, weshalb es dem wieder besser geht. Ich persönlich vermute, ohne jetzt dazu ewig viele Texte gelesen zu haben, dass dass dieses Wiederaufkommen vom Feldhasen auch an dem seine persönliche Anpassungsfähigkeit zurückzuführen ist. Sprich, der hat jetzt einfach mal gelernt über ein paar Generationen, wenn du weiterhin so lebst, wie du bisher immer gelebt hast, mit deiner Mulde auf dem Feld, wo es Hasengulasch gibt, wenn der Mähdrescher kommt, dann wird es dich irgendwann nicht mehr geben. Das heißt, der Hase hat sich in irgendeiner Form angepasst. Der hat von seinem Verhalten her irgendwie Möglichkeiten gefunden, wo er jetzt wohnt, im urbanen Lebensraum, wo er nicht mehr so sehr vom Mähdrescher erwischt wird. Das ist nur so eine Theorie. Ne? Die Bejagung ist also teilweise sehr wohl die Ursache
oft, ganz, ganz oft, und das ist die Hauptursache für Artenverlust ohnehin, ist der fehlende Lebensraum. Und dafür kann man jetzt die Jäger nicht verantwortlich machen. Im Gegenteil, die Jäger weisen da gerne selber darauf hin, und das auch zu Recht, dass sie eher noch Vogelkästen, Nistkästen aufhängen, irgendwelche Bienenkästen aufhängen, Insektenkästen aufhängen, sonstige Tümpel im Wald anlegen für Frösche und so weiter und so fort. Da gibt es wirklich tatsächlich viele Beispiele. Das gehört eigentlich nicht nur zum guten Ton, sondern das ist fast schon vorgeschrieben, dass ein Jäger ein gewisses Maß an Naturschutzarbeit quasi leistet, indem er so Kleinsthabitate entsprechend anlegt. Ob das immer super toll ist, kann man sich fragen, kann man auch diskutieren. Per se ist es aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Sache, und da gibt es auf jeden Fall nichts Nennenswertes dran auszusetzen. Jetzt gibt es aber in diesem Zusammenhang halt eben diese große These und diesen großen Ausspruch, den ich irgendwo auch im Titel dieses Videos hoffentlich verbaut habe. Das weiß ich ja noch nicht, wenn ich das jetzt erzähle. Jagd reguliert nicht. Bam! Und je nachdem, welche Art man sich anguckt, kann man auf jeden Fall sagen, bisher hat die Jagd nicht reguliert. Das ist tatsächlich so, ne? Weil die Arten, die bejagt werden, die eigentlich durch Jagd in ihrem Bestand kontrolliert werden sollen, in ihrem Bestand auf ein gesundes Maß reduziert werden sollen, sind teilweise sehr wohl auf einem nicht so gesunden Maß. Aber man muss sich da auch wirklich ganz, ganz, ganz stark streiten. Was ist denn ein gesundes Maß? Welchen Bestand soll denn die Jagd herbeiregulieren? Ganz so einfach ist es halt auch nicht, einfach hinzugehen und zu sagen, es gibt zu viele Rehe, also hat die Regulation durch Jagd ja offensichtlich nicht funktioniert. Weil vorher muss man erstmal klären, gibt es überhaupt wirklich zu viele Rehe, und das alleine ist schon eine Frage, die ist nicht gänzlich unumstritten. Überhaupt nicht unumstritten. Grob gesagt kann man bei den Rehen zwei Theorien aufstellen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Rehbestand hoch ist, nicht zu viel, sondern hoch, dann gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten, die am meisten genannt werden. Erstens, auf Seiten des Deutschen Jagdverbands. Die Jägerschaft ist nämlich nicht ein eingeschworener Haufen, sondern da gibt es zwei Lager, wenn man das so unterscheiden möchte. Nämlich die traditionellen Jäger, die vom Deutschen Jagdverband. Die sagen, ne, der Rehbestand ist eigentlich per se nicht zu hoch. Wir machen das schon richtig mit den Abschüssen, so wie wir ihn regulieren durch unsere Abschüsse, die genau vorgegeben sind, so ist das schon okay. Die Abschusspläne müssten allerdings eingehalten werden, was sie zum Teil nicht tun. Das finden wir auch nicht gut. Wir möchten schon, dass die eingehalten werden. Aber ansonsten würde das mit dem Reh weniger Probleme geben, wenn das Reh mehr Rückzugsräume hätte und mehr für es geeignete Äsungsflächen. Das Problem liegt also nicht an zu viel Reh, sondern an zu wenig Lebensraum für das Reh. So, also das ist das eine Lager. Denn wenn das Reh genügend natürlichen, rehangepassten Lebensraum hätte, dann müsste es nicht ins Feld vom Bauer gehen und da irgendwas kahlfressen oder im Wald irgendwelche jungen Bäumchen kahlfressen, die dann eben entsprechend forstwirtschaftlichen, finanziellen Schaden verursachen. Das andere Lager ist, das ist der sogenannte ÖJV, der Ökologische Jagdverband, dessen Anhänger, die übrigens deutlich weniger sind als die anderen, die meinen, der Rehbestand ist zu hoch und müsste drastisch reduziert werden. Und das hat zu erfolgen, indem man jede Menge Rehe schießt, den Abschussplan also deutlich übererfüllt. Die Abschusspläne, die es also derzeit gibt, behördlich angeordnet, sind viel zu lasch. Das könnte man die Menge verdoppeln, verdreifachen, was auch immer. Ne? Kommt auf den Einzelfall an. Jedenfalls, das ist im Wesentlichen die beiden Lager, die es da entsprechend gibt. Weniger Rehe würden automatisch zu weniger Wildschäden, zu einer deutlichen Regulation in diesem Fall dann doch der Wildpopulation und so weiter und so fort führen. Das ist halt eben so dann das andere Lager. Wenn wir uns jetzt nochmal auf den Vortrag von Herrn Reichholf beziehen, dann stellen wir fest, dass er hier seine schöne Exponentialkurve hat und darauf hinweist, dass wenn man hier unten eingreift, bei Tieren, die nur wenig vorhanden sind, beispielsweise eben viele Raubtiere, dann sind die ganz schnell weg oder ganz schnell ausgestorben, wie die Greifvögel. Wenn man hier oben eingreift, bei Tieren, die sowieso schon viele da sind, dann macht das so gut wie keinen Unterschied, weil das reproduziert sich sofort wieder nach. Das Einzige, was man damit macht, ist verhindern, dass es zu einer absoluten Spitze der Population kommt, dass die Population ein vom Ökosystem, von der Möglichkeit, Nahrung aufzunehmen her,
nicht mehr tragbares Niveau einnimmt. Das wird aber verhindert durch die Bejagung. Durch die Bejagung bleibt die Rehwildpopulation nach Reichholf auf einem optimalen Niveau, wo es denen gut geht, wo die eine optimale Reproduktionsrate haben und viele sind und super gesunde Population. Und dass das halt eben quasi mehr oder weniger der Fehler ist, weil damit nie natürliche Selektionsparameter eintreten. Die treten nämlich erst ab einer gewissen Grenze, nämlich oberhalb dieser Exponentialkurve, treten erst die natürlichen Mortalitätsfaktoren so richtig zutage. Das heißt, so ein Bestand, wenn er dann seine Obergrenze erreicht, kann zum Beispiel zusammenbrechen, weil eine große Seuche daherkommt. Die Jäger sehen es für sich aber als positiv an, dass sie das Eintreten einer solchen Seuche verhindern, weil die zu sehr viel Tierleid führen würde, was zweifellos so ist. Ja, ökologisch betrachtet ist Leid ja egal, ne? Wenn wir eine reine ökologische Betrachtung dieser ganzen Auseinandersetzungen führen, ist es vollkommen Wurst, wie sehr die Tiere leiden, ob sie an der Seuche verrecken oder ob sie deutlich weniger leiden, wenn sie korrekt geschossen werden. Das spielt ökologisch betrachtet keine Rolle. Rein ökologisch betrachtet. Das sollte man vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten, weil der Begriff Ökologie ja oft sinnbildlich mit gut und schön und so weiter und so fort in Verbindung gebracht wird. Er ist aber wertneutral. Sprich, Qualen und Leid von Lebewesen spielen da überhaupt keine Rolle und werden quasi billigend in Kauf genommen. Teilweise. Weil es dazugehört in der Natur. Ökologisch gesehen. Ha? Das darf man nicht ganz vergessen, wenn man den inflationär verwendet, den Ökologiebegriff. Vielleicht ist das Reh aber auch ein schlechtes Beispiel, um das Ganze durchzudiskutieren. Die Wildsau ist weniger kontrovers. Dass die nämlich Überpopulation hat, da sind sich alle Jäger einig. Wirklich alle. Also zumindest die politischen Sprecher der Jägerschaft. Also sowohl ÖJV als auch DJV sagen, Wildschweine haben wir viel zu viele und die müssten wir dringend regulieren, weil sonst passiert Folgendes. Die Schweinepest, erstmal die europäische, dass die afrikanische auf dem Weg ist, ist in den meisten Texten, die man diesbezüglich lesen kann, jetzt noch nicht groß aufgeführt. Aber ja, es könnte natürlich auch die afrikanische Schweinepest sein, es müsste nicht zwingend die europäische sein, wenn man halt es dann nicht schafft, die Wildschweinbestände runter zu regulieren. Die Tatsache ist, wenn wir aufhören zu jagen, kriegen wir die Wildschweinbestände mit Sicherheit nicht runterreguliert, außer durch die sich dann mit ziemlich großer Sicherheit irgendwann einstellende, die Population stark reduzierende Seuche. Da wäre dann eine Reduktion um 70 oder 80% durchaus vorstellbar. Durch eben eine Schweinepest, sei es jetzt die europäische oder die afrikanische, will ich jetzt mal gar nicht weiter großartig ausdiskutieren. Und das führt wiederum von Seiten der Jägerschaft zu dem Hinweis, dass das auch wieder jede Menge Tierleid erzeugt. Dass die dann wirklich erbärmlich verrecken, ist genau das richtige Wort, um diesen Zustand zu beschreiben, wie ein Wildschwein an der Schweinepest zugrunde geht. Das ist nicht unbedingt Tierschutz im Sinne von dem Tierleid entsparen. Ja, das kann man schon durchaus so sagen. Das würde aber auf jeden Fall passieren bei Erreichen einer sehr, sehr, sehr kritischen Populationsdichte vom Wildschwein. Außerdem ein gutes Argument der Jägerschaft in diesem Zusammenhang: Die Schweinepest würde wahrscheinlich auch Hausschweine befallen. Die müssten dann auch noch getötet werden. Wir hätten noch viel, 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 viel mehr Tierleid. Außerdem einen enormen wirtschaftlichen Schaden. Also so viel zum Thema: Wir bejagen die Wildschweine nicht mehr. Sie nehmen dann natürlich ab. Natürliche Regulationsmechanismen finden in diesem Fall dann schon irgendwie statt. Übrigens, die Jägerschaft zweifelt auch an der natürlichen Selektion bei Einstellen der Jagd. Ob das wirklich so funktionieren würde, wie sich das die Jagd selektiert nicht, na Quatsch, die Jagd reguliert nicht Menschen, sich das vorstellen. Weil für natürliche Regulationsprozesse in der, Moment, Natur müsste es auch eine intakte Natur geben und die gibt es schlicht und ergreifend nicht, weil Deutschland 100%, 99,5% Kulturlandschaft ist. Sagen wir mal ungefähr so. Es gibt da irgendwo so eine Insel. Die ist es nicht. Nein. Lasst es von mir aus 95% sein. Wirkliche Urwälder haben wir ja keinen einzigen. Aber ja, vielleicht 95%. Ne? Heißt, wir haben gar keine Natur.
Wir können uns also nicht auf natürliche Prozesse in nicht vorhandener natürlicher Umgebung verlassen. Das wäre ein Argument, das die Jägerschaft vorbringt. Allerdings möchte ich da widersprechen, weil wir haben trotzdem Ökosysteme. Wir haben keine Natur. Das ist richtig. Absolut d'accord, ne? Aber auch ein nicht natürliches Ökosystem ist ein Ökosystem. Und jedes Ökosystem folgt dieser Regel, dass bei Überpopulation irgendeiner Art die dann irgendwann zusammenbricht. Das gilt auch für die ganze Erde und Homo sapiens, hoffe ich zumindest. Das ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls, auch wenn es nur ein Forst ist und kein Urwald, auch da würde irgendwann das ganze System ein bisschen zusammenkrachen. Es sei denn, alternativ, und da muss man jetzt wiederum den Jägern sagen, da habt ihr nicht ganz Unrecht. Im Fall des Wildschweins, wenn es merkt, es findet im Wald nichts mehr zu fressen, weil so viele da sind, könnte man halt auch annehmen, dass das Wildschwein in einem massiven Invasionsdruck in die Städte und zu unseren Mülltonnen und sonst wohin drängen würde. Momentan gibt es das ja nur zum Beispiel in bestimmten Vierteln von Berlin. Nur. Wo wirklich viele, viele Wildschweine im urbanen Lebensraum unterwegs sind. Bei aber einer noch weitergehenden, völlig ungehemmten weiteren Vermehrung der Viecher hätten wir die halt wirklich irgendwann überall. Und die sind halt nun mal nicht harmlos. Es ist da bisher in Berlin zum Beispiel ziemlich wenig passiert, verglichen damit, was potenziell passieren könnte. Früher oder später könnte es aber sehr wohl eben dann sein, dass dann sehr wohl eben auch was passiert, insbesondere wenn die Leute dann meinen, oh, jetzt kann ich die mal füttern und streicheln und so weiter und so fort. Die sind ja sowieso überall, die lieben Hausschweinchen, und dann macht es halt irgendwann mal Haps und dann ist das Kind weg. Theoretisch auch denkbar. Also, na, viele, 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 viele Argumente in viele, viele Richtungen. Deswegen ist das ja auch so eine erbittert geführte Diskussion, die wir hier haben, weil es halt so unglaublich schwierig ist, da wirklich alle Aspekte irgendwie mit einzubauen und es wenig Leute gibt, die Bock haben, sich dazu überlange Videos anzugucken. Übrigens, das Beispiel mit den Krähen, was der Herr Reichholf aufführt, ist ein bisschen vergleichbar mit der Wildschweinpopulation, weil da wird auch ein Abschuss der Wildschweinpopulation, ein unkontrollierter, nicht selektiver Abschuss dazu führen, dass da auch sowas auftritt, wie eben diese ganzen Schwärme von unverheirateten Krähen, die dann mehr Schaden anrichten als Pärchen, die kontrolliert irgendwo hocken. Wenn nämlich die Rottenstruktur bei den Wildschweinen stark gestört wird, dann verbreiten die sich auch überall, bilden quasi Großrotten völlig unkontrolliert und gehen halt überall dahin, wo sie gerade Bock haben, und es kommt zu großem Chaos und es entstehen im Endeffekt vielleicht mehr Schäden, als ohne Abschuss möglicherweise entstehen würden. Das sollte auch noch so ein Argument, was ich noch ergänzen wollte. Und jetzt können wir aber mal zu Punkt Nummer 4 kommen. Und bei Punkt Nummer 4, der da überhöhte und unterdrückte Bestände quasi benennt, kommen wir noch mal zum Beispiel Fuchs. Denn da sagen ja die Jäger, den Fuchs, den muss man schießen. A, um zu verhindern, dass es Seuchen gibt, Tollwut wiederkommt, wäre zumindest rein theoretisch tatsächlich denkbar. Unwahrscheinlich. Meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Theoretisch tatsächlich denkbar. Wahrscheinlich würden irgendwelche anderen Seuchen die Aufgabe von der Tollwut übernehmen und den Fuchsbestand dann auf natürliche Art und Weise runterregulieren, wenn man den gar nicht mehr jagt. Halt auf grausame, natürliche Art und Weise. Aber niemand hat gesagt, natürlich wäre immer Harmonie. Das ist nämlich wirklich ein Irrglaube, der weit verbreitet ist, aber halt eben ein Irrglaube. Außer man will natürliche, grausame Prozesse trotzdem als Teil der Harmonie ansehen, weil sie natürlich sind. Das kann man dann wiederum tun. Ja, nochmal zu unserem Fuchs. Wenn wir unseren Fuchs und sonstiges Raubzeug, Marder, Dachs, da ist auch ein Marder übrigens, ja, nehmen wir einfach mal die. Wenn wir die alle abschießen, in einem kontrollierten Versuch, wo wir wirklich versuchen, die Raubtierdichte auf null runterzusetzen, was nicht ganz funktioniert, da werden schon noch ein paar übrig bleiben. Und uns dann angucken, wie sich die Population der typischen Niederwildarten, die man ja schützen will, indem man ja auf das Raubzeug Jagd macht, verändert. Dann stellt man nämlich fest, die verändert sich überhaupt nicht.
Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Population von Fuchs, Marder, etc. und so weiter und so fort und zum Beispiel Feldhase oder verschiedene Vögel, Fasan beispielsweise und so weiter. Da gibt es nirgendwo jetzt einen mir bekannten, wirklich nennenswerten Zusammenhang, dass das irgendwas bringen würde, diese Viecher zu schießen. So, es gibt aber eine ganz, ganz logisch einleuchtende Erklärung, warum das nichts bringt. Weil sobald man mal hingeht und ein bisschen Fuchskot untersucht, wird man feststellen, da ist ja gar kein Hase drin, Überraschung, da ist ja überhaupt kein Fasan drin, Überraschung, was ist denn dann da drin? Naja, zum Teil durchaus ein gar nicht mal so kleiner Anteil vegetarischer Kost unter Umständen. Und außerdem Mäuse. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Und was frisst der Marder? Mäuse, Mäuse, Mäuse und Eichhörnchen. Mäuse sind die Grundnahrungsmasse, kann man schon fast sagen, von all dem kleinen Raubzeug, was da fleißig geschossen wurde, was inzwischen erheblich weniger geschossen wird, weil viele Jäger es nicht mehr einsehen. Manche schießen es immer noch. Aber. Also zum Schutz von Niederwild, vor den bösen Raubtieren beschützen, das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Das bisschen, was zum Beispiel Füchse eben an seltenen bodenbrütenden Vögeln fressen, das ist so wenig, also das sollte wirklich abzukönnen sein. Deswegen jetzt sagen zu müssen, man muss Jagd auf den Fuchs machen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Innerhalb der ganzen Jagddiskussion ist die Jagd auf Füchse-Diskussion nochmal eine der erbitterteren, die da drin sind, weil das halt wahnsinnig umstritten ist. Muss man Fuchs schießen, muss man Fuchs nicht schießen. ÖJV geht, also der Ökologische Jagdverband, geht grundsätzlich davon aus, dass Fuchsschießen keinen Sinn macht. Der DJV, der hält das zur Bekämpfung von Seuchen, das ist so das Hauptargument, für nach wie vor sinnvoll. Die sind, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger geworden zu behaupten, dass es zum Schutz des Niederwilds stattfindet. Habe ich zumindest länger nicht mehr gelesen. Vielleicht gibt es das auch noch mal irgendwo, aber ja, das wird inzwischen schwierig. Ich möchte jetzt hier einen kleinen Sprung machen und schon mal zum Fazit vom Herrn Reichholf gehen, weil bei mir ist da noch nicht Schluss. Der meint ja, mehr oder weniger, bei Abschaffung der Jagd mehr erlebbare Tiere. Mehr erlegbares Wild und die Regulation kann auch selbstständig erfolgen. Das stimmt ja auch, kann sie auch. Was ihm aber wichtig ist, und das finde ich ist ein sehr interessanter Faktor, und damit kommen wir jetzt fast schon zur zentralen Aussage, die ich in diesem Video machen muss, möchte, auch wenn ich dafür eine ganze Weile gebraucht habe. Der Herr Reichholf sagt, er ist kein Jagdgegner. Und das ist eben meiner Meinung nach wirklich wichtig, weil die Frage stellt sich ja nicht nur, ob Jagd, sondern auch, wie Jagd. Und meiner Meinung nach ist die Frage, wie Jagd, viel, 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 viel wichtiger als ob Jagd, beziehungsweise ob Jagd auf jeden Fall. Wie Jagd? Ganz, 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 ganz schwierig und zum Teil durchaus sicherlich dringender Handlungsbedarf in der Modernisierung des Jagdwesens erforderlich. Und dazu habe ich euch noch was verlinkt, nämlich so einen schönen zusammenfassenden Artikel, wo man mal ein bisschen Pro-Kontra-Argumente gesammelt hat, verschiedener Organisationen. Guckt es euch einfach selber mal an und man kommt da auch mehr oder weniger drauf, dass die Wissenschaft sich wohl ziemlich einig zu sein scheint. Das sehe ich übrigens auch so, dass man schon jagen muss. Beziehungsweise soll, kann, schlimmstenfalls nur kann, ich meine muss, aber okay, das kann jeder sehen, wie er möchte, kann, aber eben anders. Nicht ob, sondern wie. Das ist die zentrale Frage und der springende Punkt. Und eigentlich für mich das spannendere Thema bei der ganzen Jagddiskussion, dass die Jagd sinnvoll ist, da machen wir überhaupt keine Gedanken drüber normalerweise, wenn ich das jetzt nicht für ein Video extra entsprechend aufbereite. Ein großes, großes, großes Argument, das ich an dieser Stelle auch mal anbringen möchte, weshalb ich die Jagd auf jeden Fall für sinnvoll halte, liegt darin begründet, dass wir nur mit der Jagd überhaupt die eine natürliche Nahrungsquelle, die uns in Mitteleuropa im größeren Maßstab zur Verfügung steht, nutzen können. Weil,
Warum will man denn die Jagd abschaffen? Man möchte wieder natürlichere Ökosysteme. Man möchte mehr Natur. Das, was man da kriegt, ist aber nicht mehr Natur. Weil, das kann man natürlich anders sehen jetzt. Das ist völlig in Ordnung, wer das anders sieht. Auch Homo sapiens ist ein Säugetier. Und auch Homo sapiens, nachdem er dann hier irgendwann mal her emigriert ist aus Afrika, hat hiervon irgendwas leben müssen, natürlich. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir akzeptieren, dass Homo sapiens auch in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung hat. Wenn wir sagen, das akzeptieren wir nicht, dann müssten wir uns umbringen. Logische Konsequenz, eigentlich in letzter Instanz ist es das. Und wenn wir akzeptieren, dass Homo sapiens irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, ist die große Frage, wie soll das ablaufen? Sollen wir das Ökosystem in die eine Ecke drängen und in der anderen unsere Zivilisation, die völlig unabhängig von Ökosystemen und so weiter und so fort ist und sich einfach nur auf entsprechende Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beschränkt? Oder sollen wir doch irgendwie versuchen, uns doch irgendwie so in das Ökosystem zu integrieren, dass wir da ein vertretbarer Teil von werden, ohne gleich alles kaputt zu machen? Und jetzt halte ich es für extrem falsch, wenn wir jetzt sagen, ja, dann müssen wir erstmal aufhören zu jagen, weil damit machen wir ja viel kaputt. Denn momentan jagen wir ja viel weniger, als wir eigentlich jagen könnten. Oder sogar sollten, je nachdem, wie man fragt. Gerade bei den Viechern, die man essen kann. Reh, Wildschwein, Rotwild. Die man effizient essen kann. Davon jagen wir aber viel zu wenig. Das bisschen, was wir also jagen, das bisschen Wildbret, was da bei der ganzen Maschinerie sozusagen hinten rauskommt, das ist das ganz, 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 ganz kleine bisschen absolut Ökosystem technisch bereitgestelltes Nahrungsmittel in Deutschland. Sämtliche landwirtschaftlichen Produkte, egal wie bio die sind, sind niemals ganz Natur, weil Deutschland ist ein Waldland. Wir hätten hier natürlich fast nur Wald. Was wir auf keinen Fall hätten, wäre in irgendeiner Form Landwirtschaft. Wollen wir uns also im höchstmöglichsten Maß als Homo sapiens in die Natur eingliedern und nicht eine neben dem richtigen Ökosystem ein zweites Ökosystem Aufmachgesellschaft haben, dann ist das eine Nahrungsmittel, das uns im größeren Maßstab zur Verfügung steht, von dem wir uns ernähren können, aus dem Biotop Deutschland, dem natürlichen Biotop Deutschland, Wild. Weil, was kannst du denn an pflanzlichem Zeug aus dem Wald essen? Ne? Man kann sich irgendwelche Würzelchen ausbuddeln, bringt nicht viel. Man kann Eicheln fressen, bringt schon deutlich mehr. Man kann Bucheckern fressen, sehr umständlich, geht aber. Das Einzige, was es dann vielleicht noch an Bäumen eben entsprechend teilweise gibt, wo man sich wirklich im größeren Maßstab von ernähren könnte, wären Maroni, also Edelkastanie. Und das war es dann mehr oder weniger auch schon. Vielleicht kann ich noch so ein paar Wildkirschen sozusagen futtern, weil unsere ganzen Obstbäume, unsere hergezüchteten, die zählen auch nicht. Stellst du die in den Wald, gehen die ein. Die sind nur darauf gezüchtet, schöne, dicke, fette Früchte zu haben. Die sind überhaupt nicht konkurrenzfähig, werden auch im Regelfall nicht alt, brechen ziemlich schnell auseinander, eben weil sie nur darauf gezüchtet sind, dicke, fette Früchte zu haben und sonst eigentlich total kümmerliche, kränkliche Bäumchen sozusagen sind, verglichen mit so einer alten Waldbuche oder einer alten Waldeiche oder irgendwie sowas. Ist so ein Apfelbaum ja lächerlich. Das heißt, das natürliche Ökosystem Deutschland bringt an Nahrungsmitteln neben den genannten Nüsschen von den Bäumen, Haselnuss ist auch noch wichtig, Walnuss im Wald auch schon wieder sehr schwierig, ne? Aber gut, brauche ich nicht alles aufzählen, aber die Hauptmenge an natürlichem Nahrungsmittel, was man aus dem deutschen Ökosystem gewinnen könnte, ist Wild. Dort, ne? Also liebe Vegetarier und Veganer, ja, scheiße, oder? Also, jetzt will ich euch gar nicht zu sehr ärgern, ja? Wir haben das ja nicht. Der zu beschriebene Zustand ist utopisch. Aber per se quasi das eine richtig natürlich nachhaltig aus der deutschen Natur gewinnbare Nahrungsmittel abzulehnen, halte ich einfach für das falsche Signal vor allen Dingen. Ich halte das politisch für falsch. Gut,
Video ist aber noch nicht fertig, denn ich habe hier noch ein paar Argumente aufgeschreizelt. Nämlich, was es noch so gibt, quasi so Gegenjagd. Weshalb Jagd man denn sonst jetzt einstellen sollte. Wenn es jetzt schon aus den bisher genannten Gründen nicht unbedingt Sinn macht, sie völlig einzustellen, sondern sie höchstens zu reformieren, dann gibt es ja vielleicht noch andere Argumente, die man da bringen könnte, um jetzt zu sagen, Jagd ist böse. Nämlich, eins, was man da relativ häufig antrifft, was im ersten Moment ja vielleicht gar nicht mal so schlecht klingt, Tiere töten ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich finde, das ist eigentlich das Totschlagargument, mit dem die Ich-bin-Veganer-Fraktion, die gute, ich bin Veganer, die freundliche Ich-bin-Veganer-Fraktion, nicht die militante, die gibt's ja auch, womit die eigentlich ein gutes Argument haben, finde ich. Ne? Man muss, wenn man so in der normalen Gesellschaft lebt in Deutschland, muss man kein Fleisch essen. Es ist einfach nicht notwendig. Man kann sich ohne Fleisch ernähren, ohne, wenn man dann bereit ist, die entsprechenden Zusatztablettchen zu fressen, dann geht das. Das kann man machen. Das ist keine natürliche Ernährungsform. Das wäre nämlich ohne die Zusatztablettchen theoretisch überhaupt nicht möglich, ohne tierische Produkte zu leben als Homo sapiens. Wir sind da einfach biologisch halt eben entsprechend nicht drauf ausgeregt. Aber heutzutage ginge das. Mit der modernen Technik und so weiter und so fort könnte man das machen. Und es ist auch eine Tatsache, dass das für den Planeten erstmal doch durchaus relativ gut wäre, wenn der Konsum von tierischen Produkten da zurückgehen würde. Das ist gar kein Thema. So gesehen, so ein Veganer, ja, der ist schon, der tut da schon was Gutes für Umwelt und Planet und so weiter und so fort. Auch wenn ich mir das nur deswegen nicht gerne eingestehe, weil das bedeutet, ich tue da nicht so viel Gutes in der Hinsicht. Das ist tatsächlich so. Das macht Veganer ja gerade so nervig, dass die unser herumlaufendes schlechtes Gewissen irgendwo darstellen. Aber ja, ne? Trotzdem lässt sich das umsetzen. Ist das ein realistisches Argument, um zu sagen, wir jagen jetzt auch nicht mehr, weil wir generell keine Tiere mehr töten? Das glaube ich nicht. Das ist einfach politisch nicht umsetzbar. Das ist eine Utopie, diese Vorstellung. Dass wirklich überhaupt niemand mehr in irgendeiner Form Fleisch essen möchte. Ah, das glaube ich einfach nicht, dass das umsetzbar ist. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn du einen Knopf drücken könntest und puff, alle sind Veganer, wäre sicher sinnvoll, den Knopf zu drücken. Aber den Knopf gibt's nicht. Und deswegen wird das schwierig. Also ich zum Beispiel esse halt einfach super gerne Fleisch. Ich möchte auf Fleisch nicht verzichten. Und auch egal wie klar mir ist, dass es im Prinzip gut wäre, das zu tun, das kriege ich nicht auf die Reihe. Das will ich auch einfach ehrlich gesagt gar nicht auf die Reihe kriegen. Es ist nun mal, und da kann man jetzt auch als Fleischfresser zum Beispiel argumentieren, die natürliche Ernährungsform von Homo sapiens als omnivore Lebensform, dass er halt sich nun mal auch von tierischen Produkten ernährt. Wie viel man davon isst, da sollte man dringend mal drüber nachdenken, ob das nicht zu viel ist. Versuche ich auch. Ich versuche in letzter Zeit so ein bisschen runterzukommen und ich versuche auch viel mehr vermehrt, sagen wir mal, besseres Fleisch zu kaufen. Immer nur wild geht nicht, aber wäre eigentlich super, super optimal. Und das bringt uns nämlich zu dem Punkt, wenn wir schon Tiere töten müssen oder zumindest in absehbarer Zeit es utopisch wäre, davon auszugehen, dass wir keine Tiere mehr töten. Ja, warum dann ausgerechnet auf die Jagd verzichten und dann nicht lieber sagen, dann machen wir lieber Schluss mit der Metzgerei? Weil meiner Meinung nach, und da bin ich mit den Jägern konform, gehe ich mal schwer davon aus, ist der schönste Tod, den man haben kann, als Wildtier irgendwo auf seiner Wiese zu stehen, mitten im Wald nichts Böses zu ahnen und nicht mal mitzubekommen, wie das Herz am nächsten Baum klebt, weil man gerade von irgendeinem super großkalibigen, 100% sicher tödlichen Geschoss getroffen wurde und in dem Moment kriegt das Reh nichts mehr mit. Es gibt da so schöne Bilder, die man dann an entsprechenden Internetseiten sich angucken kann, wo das Reh am Boden liegt und zuckt. Ja, natürlich, da sind noch Nerven, die dann entsprechend am Zucken sind. Das Gehirn sitzt da ja noch drin. Bewusstsein ist da schon keins mehr vorhanden. Das Tier ist sofort tot nach so einem Treffer. Das sind einfach noch irgendwelche Nervenreflexe, die da rumzucken. Wenn du einen Huhn köpfst, dann flattert es auch noch weiter und solche Späße. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Das gibt es ja selbst bei Menschen, die man geköpft hat, dass die dann noch irgendwie rumzappeln. Hat es auch schon gegeben. Also wer das als Argument nehmen möchte, von mir aus, aber das würde ich schon. Also, ne?
Hingegen da langsam zum Schlachthaus gekarrt werden und da kann man ja schon wirklich theoretisch echt keinen Bock mehr auf Fleisch bekommen, wenn man sich mal anguckt, wie das halt massentierhaltungstechnisch so alles abläuft und so weiter. Es ist wirklich nicht so appetitlich. Aber es ist wirklich so kein Vergleich. Diese Massentierschlachtung ist doch wirklich kein Vergleich zum plötzlich aus dem natürlichen Lebensraum herausgerissen werden, ohne überhaupt zu merken, was einem eigentlich da genau passiert ist. Zum Idealfall des Jagderfolgs sozusagen. Was es allerdings natürlich gibt und was verdramatisiert und verteufelt wird von den Jagdgegnern, sind Fälle, in denen halt der Schuss nicht richtig sitzt. Die sind aber gar nicht so super häufig, wie das da immer gerne dargestellt wird. Im Regelfall klappt's. Und wirklich, die allermeisten Jäger verstehen auch ungefähr ihr Handwerk. Da muss man jetzt halt für sich selber tatsächlich eben entscheiden. Meint man, es ist mehr Leid auf dem Planeten, wenn hin und wieder mal ein Tier schlecht getroffen wird, was im Übrigen sehr wohl auch passiert bei ganz natürlichem Beutegreifen von zum Beispiel einem Wolf oder sonst wie, dass die dann noch eine Weile nicht unbedingt ein besonders angenehmes Restdasein fristen. Oder auch wenn eine Katze irgendwie eine Maus fängt, die spielt ja mit denen auch noch und verletzt die erstmal eine Weile und lässt sie noch so halb wegrennen und bevor sie sie dann irgendwann mal wirklich umbringt. Also es sind halt natürliche. Das ist halt nun mal so, ne? Es ist halt einfach nicht ein friedliches Dahindämmern, wenn man halt nun mal aus dem Ökosystem rausgerissen wird. Töten ist per se normalerweise selten schön, ne? Aber auch eben notwendig. Immer schon gewesen. Es sei denn, man ist kein Tier, sondern eine Pflanze, dann muss man nicht töten. Alles andere muss töten. Sogar ein Pilz, der tötet nämlich auch. Also ich habe mir hier nur so ein paar Argumente rausgesucht, die ich einfach exemplarisch mal ausdiskutieren möchte. Es gibt noch viel, viel, viel mehr, was man da theoretisch ansprechen könnte, aber irgendwann langt es halt auch mal. Aber machen wir mal ein bisschen weiter. Jäger haben Spaß am Töten, ja, und selbst wenn, na und? Was, ne? Solange die jetzt unter optimalen Bedingungen, wie wir gerade beschrieben haben, Tiere erschießen. Und dann daran ein bisschen Freude empfinden. Was ändert das? Macht das die jetzt zu schlechten Menschen? Okay, das könnt ihr dann gerne so sehen. Das ist ja okay. Es ändert aber nichts. Es ändert überhaupt nichts. Was ist das für ein Argument? Na und? Dann haben sie das halt. Es wäre halt aber jetzt auch völlig überzogen, jetzt zu behaupten, ja, aber wenn die Tiere töten, dann gehen die auch Menschen ermorden. Ja, bleiben wir mal auf dem Teppich, das ist ja völliger Schwachsinn. Also, das ist ja einfach wirklich nur Schwachsinn. So, dann wird argumentiert, die Jagd wäre deshalb böse, weil es ungerecht ist, weil nur reiche Leute jagen gehen können. Yachten sind dann auch ungerecht, Sportwagen sind ungerecht, muss man alles abschaffen. Große tolle Plasma-Fernseher sind ungerecht. Das ist halt derartig bescheuert, das Argument. Die Jägerschaft behauptet zwar, dass es Jäger aus sämtlichen Bevölkerungsschichten gäbe. Nein, einen Hartz-IV-Jäger habe ich noch nicht gesehen. Also den habe ich echt noch nicht gesehen. Also wie der aus Hartz IV es schaffen soll, bitte sich einen Jagdschein zu bezahlen und dann noch ein eigenes Gewehr zu kaufen. Und wenn er vielleicht noch einen Kumpel hat, in dessen Pachtrevier er einfach umsonst jagen gehen kann. Ja, gut, aber trotzdem muss er dann immer noch ein Gewehr bezahlen und immer noch erstmal den Jagdschein machen. Und da würde ich vorher das Geld echt in andere Sachen investieren. Also nein, Jäger gibt es nicht in allen Bevölkerungsschichten. Ne? Ganz bestimmt nicht. Superreich muss man allerdings tatsächlich nicht immer sein, um auf die Jagd zu gehen. Ne? Der Revierinhaber, der ist es vielleicht. Wobei man sich natürlich auch streiten kann, was ist superreich? Also da habe ich vielleicht eine andere Vorstellung als andere Leute. Und andere Leute haben wieder eine andere Vorstellung als andere Leute. Aber so, aber was ich auch noch nicht gar nicht so sehr viel besprochen habe, und das wird auch das letzte Thema sein, weil ich glaube, hier steht nichts mehr im Büchlein. Nein, Büchlein ist sonst soweit durchdiskutiert, dann können wir auch zuklappen. Der Trophäenkult. Dass man den Jägern unterstellt, die würden ja deswegen nur jagen gehen, weil sie A, Spaß am Töten haben, was per se, wie gesagt, egal ist, meiner Meinung nach.
aber es B, und das ist nicht egal, nur auf die Trophäe abgesehen haben. Und jetzt müssen wir differenzieren. Nur auf die Trophäe abgesehen oder, na gut, die hängt da eh schon dran, dann kann ich sie mir auch an die Wand hängen. Jäger, das gibt's ja auch, ne? Dass du also sagst, es ist mir vollkommen schnurz, wie das Geweih da aussieht, was ich jetzt gerade geschossen habe. Es ist mir völlig wurscht, aber jetzt habe ich das schon, jetzt kann ich es mir auch an die Wand hängen. Da sehe ich nichts Böses. Sofern das wirklich mit der Überzeugung passiert, dass es einem schnurz ist, wie die Dinger aussehen. Aber sehr wohl ist es ein Problem, es ist wirklich ein Problem und es soll verdammt nochmal nicht so sein, meiner Meinung nach, dass man irgendwie zum Zeichen seiner unglaublich tollen Tat, die man da vollbracht hat, sich jetzt unbedingt ein 16, 17, 18, 19, 20 Ender Rotwildgewehr da, Geweih an die Wand hängen mu muss. Und ich finde es auch irgendwie pervers, dass die Chance, dass man so ein Vieh erschießen darf, was man einfach im Rahmen der Jagdausübung theoretisch jederzeit tun sollen dürfte, meiner Meinung nach, dass das dann Millionen von Euro kostet. Nicht ganz, aber enorm viel Geld, einfach das Recht zu erwerben, dann mal ein 20-Ender schießen zu dürfen. Und dass das dann als das Ereignis im Leben eines Jägers, oh, aufgeführt wird, weil der auf so einen ollen 20-Ender geschossen hat. So ein scheiß 20-Ender ist auch bloß ein Hirsch. Also das ist absoluter Schwachsinn. Also da muss ich absolut den Jagdgegnern recht geben. Ich halte den Trophäenkult für völligen Blödsinn. Da fehlt es mir völlig an jeglichem Verständnis, was das bitteschön soll. Wenn man jagen geht, weil man gerne jagen geht, dann geht man doch bitteschön auch auf irgendeinen Hirsch mit vier Enden genauso gerne jagen, wie auf irgendeinen mit 20 oder was weiß ich. Man muss doch nicht das schönste, größte, tollste Tier aller Zeiten erlegt haben, um einfach sagen zu können, man ist ein guter Jäger. Wenn man ein guter Jäger sein will, warum erlegt man da nicht einfach viele Tiere oder hat eine hohe Erfolgsrate? Ein Ansitz, ein erlegtes Stück. Das, meiner Meinung nach, das wären doch sinnvolle Kriterien, um auszumachen, ob jemand ein guter Jäger ist. Nicht, dass er genug Geld hatte, um sich mal einen 20-Ender zu kaufen. Den kauft man ja, ne? Ist ja nicht so, dass man den durch Geschick, durch jagdliches Können als einziger in der Lage ist, so ein Vieh zu erlegen. Das ist nicht wie früher, als man noch ein Wildschwein erlegt hat, einen ordentlichen riesigen Keiler, dafür Leib und Leben riskieren musste, indem man das vielleicht noch mit der Saufeder gemacht hat. Wenn du dann danach, nachdem du dir dann solche Keilerhauer an die Wand gehängt hast, entsprechend viel Respekt und Anerkennung bekommen hast in einer Zeit, wo man dafür wirklich noch in Gefahr war, um sowas zu erbringen, so eine Leistung. Das ist ja vielleicht noch menschlich nachvollziehbar. Du bist doch relativ dämlich, wenn du der Meinung bist, dass du sowas haben brauchst und dich deswegen in Lebensgefahr begibst. Aber für tollkühne Unterfangen gab es schon immer Lob und Anerkennung von unseren, insbesondere Geschlechtsgenossen, ne? Heutzutage fehlt mir da völlig jegliches Verständnis, inwiefern es einen als super toll ausweist, wenn man mit einem Hightech-Schießprügel aus dem Hinterhalt ein besonders schönes Tier erlegt hat, was exakt die gleiche Herausforderung darstellt wie ein krankes, verkrüppeltes sonst was. Seht lieber zu, dass ihr den Schuss verdammt nochmal richtig setzt, dass ihr vernünftig trefft und zieht daraus eure Bestätigung. Ihr seid dann ein guter Jäger, wenn ihr quasi nie daneben schießt, wenn ihr immer schön perfekten Blattschutz setzt und so weiter und so fort. Das sind meiner Meinung nach wirklich Kriterien, die man da zur Selbstbeweihräucherung nutzen sollte und in keinster Weise irgendwelche Trophäen, die man sich an die Wand hängen kann. Die kann man sich ja trotzdem an die Wand hängen. Wie gesagt, es sollte nur scheißegal sein, wie die aussehen. Und ja, natürlich ist es absolut pervers und verwerflich und ich möchte auch gerne zurückschießen, wenn man dann mal so lustige Bilder sieht von irgendwelchen Jägern, die nach Afrika reisen, um da den Elefanten oder den Löwen oder sonst was zu erlegen und sich dann posierend davor stellen, guck mal, ich bin toll. Ich möchte da auch gerne zurückschießen. Ich kann in dieser einen Sache dann durchaus einen gewissen Hass auf Jäger dann durchaus nachvollziehen. Der Fehler liegt allerdings darin, dass man den Hass auf Jäger verallgemeinert. Das darf man nicht tun. Man darf Hass auf die entsprechende Person, die das dann da gerade gemacht hat, haben. Das darf man. Und natürlich darf man keine Lynchjustiz bevorzugen oder jetzt irgendwie promoten, ne? Aber so richtig traurig, ich könnte nicht wirklich richtig traurig sein, sollte es mal zu so einem Lynchmob kommen für so eine Person, ne? Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das wäre natürlich, ne, das darf man nicht. Würde ich auch nie machen. Also, weil mir ist ja dann schon meine Freiheit ganz wichtig, so im Sinne von Gefängnis und solche Dinge. Aber. Ah!
Der große, große Fehler, um es nochmal zu betonen, liegt einfach darin, dass man solche Einzelfälle, und das sind ja immer noch nicht so viele Leute, die da so einen Scheiß machen, wie wir zum Beispiel Jäger in Deutschland haben, dass man das einfach auf alle projiziert. Das kann man ja halt nicht, ne? Du kannst ja auch sagen, das wäre wie wenn du hingehst, wenn dich deine Freundin verlassen hat und sagst, Frauen allgemein sind scheiße. Ich meine, das ist ja schon durchaus. Hat man ja hin und wieder vielleicht eventuell diesen Gedanken kurz in sich aufblitzen, aber dann kommt die nächste und die ist plötzlich nicht scheiße. Das ist genau so ein bisschen das Problem. Das kann man einfach nicht, das darf man einfach nicht verallgemeinern. Sicherlich ist das wirklich auch nochmal was, was eine große, große Rolle spielt bei diesem ganzen Jagd des Böse, Gedöns und so weiter und so fort. Gut, Fazit zu diesem Video hatte ich schon am Anfang, beziehungsweise in der Mitte irgendwo, die Sache mit dem, das eine natürliche, vom deutschen Ökosystem hervorgebrachte Nahrungsmittel, das für eine größere Menge an Nahrung, für Homo sapiens sorgen könnte. Genau das will man abschaffen? Nee, 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 nee. Das war der eine Teil vom Fazit. Und der andere, es ist nun mal so, dass wenn man Fleisch als Nahrungsmittel akzeptiert, was man nicht unbedingt muss, aber durchaus kann, dann ist es halt einfach das aller einzige Nahrungsmittel, das wirklich, wirklich, wirklich das Prädikat Bio, wenn man so möchte, verdient. Weil Tierhaltung per se, egal wie artgerecht, bleibt Tierhaltung. Nur Jagd auf Wild, ist Fleisch ohne Tierhaltung, ne? Also die einzig artgerechte Tierhaltung, die keine Haltung ist, ist halt eben das, ne? Fleisch so, dass es dem Tier so gut wie irgend erdenklich gegangen ist gejagtes Fleisch. Und auf dieses Produkt möchte ich persönlich wirklich überhaupt nicht verzichten und sehe überhaupt keinen Grund, weshalb man das tun sollte. Überhaupt nicht. Also das überzeugt mich alles nicht. Sämtliche Argumente, die gegen die Jagd sprechen. In Deutschland kleinräumig mal nicht jagen zu gehen. In irgendwelchen Naturschutzgebieten. Überhaupt kein Thema. Generelles Jagdverbot. Das leuchtet mir wirklich nicht ein, warum das sein muss. Gut, ihr dürft mich zerreißen. Moment. Aber Moment. Jetzt könnt ihr kommen.